willkommen zum 13. Spieltag unserer SV Sandhausen Karriere mit dem Heimspiel hier heute gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Die Fortuna steht im Moment auf Platz 7, also auch die müssen gewinnen, um weiterhin im Aufstiegsrennen da oben mit dabei zu bleiben. Aber wir wollen auch gewinnen, um uns unten da hinaus zu kämpfen. Und darum geht es heute für uns gegen Düsseldorf. Wir zu Hause in Weiß, die Fortuna in Rot natürlich. Parallelspiele heute sind 68 gegen Braunschweig und Bielefeld zu Gast in Würzburg. Wir mit der üblichen 5-3-2-Formation, beziehungsweise mal gucken, ob da vielleicht nochmal eine Änderung, aber so ist er noch verletzt leider. Köhler mal für Wolf von Anfang an. Ein bisschen rotieren. Genauso wie Vollmann, der heute mal Jansen ersetzt. Und damit gehen wir rein in das Stadion an Hartwald. Es regnet heute mal wieder. Und dann sind wir sehr gespannt und können uns hoffentlich heute dann heute mal wieder mit 3 Punkten uns belohnen, nachdem wir ja auch vorne einfach nicht effektiv genug sind. Haben wir auch jetzt auch in Berlin Chancen gehabt, wenn die Minute erst mal die Pfosten klatscht, die Anfang. Und wenn so ein Ding dann einfach mal reingeht, dann ja, dann kann das auch was werden. Also, wenn du unten nicht stehst, hast du natürlich die Scheiße. Das ist halt so. Aber gut, da war jetzt genug. Heute wird es wieder sich neu motivieren, neu kämpfen, neu das Leben. Und dreifach Punkte. Das Ziel gegen dieses Duell. Wir sind das offensichtlich schwächste Team der Liga und da war 5 Tore, die wir geschossen haben. Das wissen wir. Und auch daran wollen wir heute unsere Aufstellung wie üblich mit Knaller, Kasten. Dann Klingmann, Gordon, Kister, Knipping und Kamerada, Liefmeier, Oetschein, Flügel zum Dreierkette und vorne Höhler und Wuten im 5-3-2-System des SVS. Die Fortuna mit Ubi Hennings sind wieder vorne schon im Fokus. Der Top-Stürmer der Düsseldorfer. Und dann schon mal die Aufstellung der Fortuna mit Rinde im Tor, Schaute, Hoffmann, Eihand, Schmitz, Peter, Rotzek, Bellinghausen, Wildecker, Bebel und Hennings im 4-2-3-1 System. Und damit würde ich sagen, können wir reingehen. Die Fortuna stößt an in Rot, von links nach rechts, ab geht's. Wir werden jetzt hier mal auch defensiv heute einstellen, um uns dann Ekuku dazwischen von Özcan. Köhler, der dann auf Baccarada Bebu mit dem Foul an Baccarada, das noch nicht mal 2 Minuten gibt es hier die erste gelbe Karte. Ja. Für Bebu. Der hier die erste gelbe Karte sieht. Freistoß, Baccarada, der ist ein bisschen einfach mal hoch reingebuttert. Bellinghausen kann da klären. Und der Kopfball nochmal Gordon. Klingmann. Gegen Wozzeck, zu einfach der Ballverlust da. Wozzeck. Bellinghausen. Bebu. Schauerte. Versucht nochmal den spielerischen Ball auf Bebu. Bebu da wieder für Peter. Gut dazwischen. Das ist jetzt Knipping. Wuten. Aber Hölder kommt da nicht ran.
Linsmeier gut dazwischen. Auf Bruno Bitz. Guter Ball nach außen, dann auf Linsmeier. Linsmeiers Ball ins Zentrum abgefälscht. Abgeblockt von Schmidt. Gibt den Eckball für den SVS nach 9 Minuten. Auch da könnte man vielleicht mal was machen. Pacaradas Eckball, der Kopfball, aber Hutens Kopfball ist zu ungefährlich. Rensings Abwurf, Schmitz, da Druck gesetzt und Pacarada, Rensing, langer Ball. Hedgehand gewinnt den Kopfball. Wuten. Pacarada. Wuten. Hedgehand nach außen für Pacarada, aber Baby ist dazwischen. Waren ja bei Klären für Schauerte, für die Fortuna, der mit der Hacke. Baby. Kulowitz dazwischen. Wuten will über durchstecken, gelingt nicht, abgefälscht. Yildirim. Der Ball ins Zentrum, aber wie kleiner ist da? Abwurf. Klingmann, Sobotzek. Bebu knippt mit dem Foul, beziehungsweise klärt den Ball zum Eckball. Nein, gibt dann doch Freistoß. Hab ich da richtig gesehen, Özcan geht mit in die 3-Mann-Mauer, die Flanke. Knaller stark gegen den Kopfball. Von Hennings, glaube ich, ist es hier vorne. Ja. Und dazwischen der Eckball. Linsmeier. Gut, der Ball geklärt wird. Wuten, der für Özcan, der für Kulowitz, der da wiederum für Klingmann. Der muss warten, bis Kulowitz die Seite übernimmt. Der passt ins Zentrum. Wuten, das ist Höhler, der will ihn nochmal durchstecken. Pacarada. Pacaradas Flanke. Höhler kommt nicht ran gegen Eiha. Und Bebu klärt. Und das taktische Foul. Ja, von einem seit heute noch Pacarada, der die gelbe Karte sieht. In dieser 24. Minute. Langer Ball da. Kopfball. Wuten. Höhler, Kulowitz, Höhler nochmal, irgendwie, Lukas Höhler. Auch eine Altstadt und Wellinghausen, der Ball zurückgelegt, der Abschluss abgeblockt. Nochmal Linsmeier nach außen. Klingmanns Flanke. Der Ball geklärt zum Einwurf und die Düsseldorfer müssen da verletzungsbedingt wechseln. Lukas Schmidt muss raus. Alexander Matlung kommt dafür in die Partie. Schiedsrichter Ball. Und dann. Das ist Höhler. Höhler. Gut gemacht. Höhlers Abschluss. Rensing mit der Hand noch dran. Und kann so parieren. Aber mal wieder ein Abschluss, geht das schon wieder los, dass man selber die Chance nicht reinmacht. Pacarada, der hat schon gelb. Bebu. Und da ist der nächste Einwurf. Bebu. Schauerte wieder Bebu. Er geht an Pacarada vorbei. Ja, Pacarada hilft dann seinen Kollegen richtig. Knaller Spielaufbau nach einer halben Stunde mit Klingmann. Mit Kulowitz, Wellinghausen ist leer zum Einwurf. Für den SVS, Kulowitz beim Guten. Kulowitz, schlechter Ball ins Zentrum. Gut dazwischen, nochmal Özcan jetzt. Aufbau, kein Foul da. Im Zentrum, das ist jetzt Bellinghausen für die Fortuna, gut dazwischen.
der Ball Richtung Wooten. Wooten. Höhler. Höhler. Aber gegen Schauerte verliert er den Ball. Dann Bebu. Der wird wohl zugestellt. Der legt den Ball ins Zentrum, Botzek. Auf Yildirim. Yildirim. Gegen zwei kann man sich durchsetzen. Hennings dann am Ball. Der Ball kommt dann zu Linzmeier, der für Wute. Der wartet, dass Höhler durchstartet. Höhler startet aber nicht wirklich durch, leider. 42 Minuten sind gespielt. Bellinghausen nimmt nochmal ab ins Zentrum. Yildirim wieder. Hennings außen, aber der Ball ist zu lang. Gordon ist da. Spielaufbau mit Klingmann, mit Linzmeier, mit Höhler, mit Klingmann. Oh, schlechter Ball von Klingmann. Aber Kister ist dazwischen. Akarada. Gut, das ist jetzt richtig gut gespielt. Kein Abseits von Dennis Linzmeier. Dennis Linzmeier, Renzing. Und kurz in Eck zur Stelle. Natürlich fällt dann so ein Ball von Linzmeier nicht rein. Weil er sich noch nicht traut, den Ball da auf die lange Ecke. Eckball. Baccarata. Und dann wird daraus gar nichts. Yildirim. Und dann ist hier Pause in Sandhausen. 0:0 zwischen dem SVS und der Fortuna aus Düsseldorf. Zur Halbzeitpause parallel stehen. Stände 1860 0:1 hinten gegen Braunschweig und Bielefeld 1:1 gegen Würzburg. Hier noch 0:0. Wir gehen rein in den zweiten Durchgang. Und wir stoßen an. Damit gehen wir rein. Auf geht's. Linzmeier. Klingmann. Kulowitz. Wooten. Ballverlust da für Bellinghausen. Hennings gut dazwischen. Peter Ötscher. Und das Foul von Linzmeier, der hier die gelbe Karte sieht in der 51. Minute. Der Ball alle Knipping Baccarada Ötschern. Höhler. Ötscher ein guter Ball raus. Baccarada jetzt mit der Flankenmöglichkeit. Hofmann ist dazwischen. Eckball durch Baccarada. Der ist nicht schlecht. Wooten. Nochmal Baccarada. Aber zu lang die direkte Flanke Richtung Gordon. Jetzt der Wechsel bei Düsseldorf. Da kommt Hartmann für Peter in die Partie. Renzing, kurzer Ball mit Eihahn, mit Bellinghausen. Gut dazwischen von Klingmann. Und nochmal Klingmann wieder gut dazwischen, presst. Wooten kommt da nicht ganz ran, leider. Botzek. Da ist Hartmann, da ist Bebu. Bebu mit einem Tempo an allen vorbei. Die Flanke gut dazwischen von Kister. Kulowitz. Mit Höhler, mit Ötscher. Och, der Ball für Höhler, der kommt wie ein Wald schauerte. Dazwischen ist Botzek. Bellinghausen. Gut dazwischen von Kulowitz. Stunde gespielt. Wir werden nochmal wechseln.
Baccarada wird rausgehen, dafür wird Rosbach kommen. Genauso wie ich heute mal einen Lukaschik für Linzmeier bringe ins Zentrum. Doppelwechsel jetzt, um zu gucken, ob das hier vielleicht die entscheidenden Punkte sind nochmal. Okay, Doppelmark hat gewechselt. Ich das richtig gesehen. Hat erstmal dazwischen. Gut gemacht da von Klingmann. Ja, da ist Lieber Fink für Yildirim gekommen. Wir sind dazwischen. Wozzeck gewinnt den Ball aber gleich sofort wieder. Schauerte. Bebu, natürlich Bebu. Knaller. Gute Parade vom Schlussmann da. Ball jetzt von Bellinghausen. Eckball kommt. Wir kriegen den Ball geklärt. Guten. Lukaschek. Weg drüber. Und dann wird Kulowitz, der Wut ist glaube ich, der da weggegrätscht wird. Jetzt die Konterchance für Düsseldorf. Hennings gegen alle. Jetzt zieht nochmal durch. Bebu wird gut zugestellt. Aber abseits auch gepfiffen an dieser Stelle von Bebu. Knaller. Kurzer Freistoß. Knipping. Özcan. Oh, was für ein Ball. Hartmann ist dazwischen. Wieder Schauerte. Bebu gegen Rosbach. Der macht das gut, aber Bebu setzt sich durch die Flanke. Aber Knaller ohne Probleme. An der Abwurf. Kulowitz. Lukaschik. Höller. Wuten nach außen. Zurückgelegt. Kulowitz. Rinsmeier. Özcan, starke Ball behauptet und dann der schlechte Ball gegen zwei. Und dann Düsseldorf mit dem Konter. Bellinghausen. Aber Knipping vor Hennings. Knaller, Viertelstunde noch zu spielen hier in Sandhausen. Rosbach. Özcan. Auf Gordon. Kudowitz. Guten. Lukaschik, Höller, in den Lauf von Rosbach, der Doppelpass mit Wuten. Rosbachs Flanke, sie ist nicht schlecht, aber keiner da. Und dann doch nochmal Höller mit dem Rückpass. Rosbach, nee, kann da nichts machen. Bebu, gut dazwischen von Lukaschik. 10 Minuten noch hier in Sandhausen. Wenn schon raus, Vollmann noch mal rein. Mal Offensivkraft hier in dieser Phase. Einwurf Schauerte, Bebu, Schauerte, Fink, Bebu setzt sich da durch. Bebu setzt sich gegen den zweiten durch. Bebu wird zugestellt. Wichtig. Eckball. Für die Fortuna durch Bellinghausen. Knaller ist da. Richtig. Und der macht doch jetzt ruhig der Abwurf. Die Ablage. Oh Gott. Hilfe. Knipping. Hartmann. Einwurf Sandhausen. Bosbach. Vollmann. Oh, Vollmann. Ballverlust. Bitter. In dieser Phase. Bebu. Botzek. Hennings. Gut dazwischen von Lukaschik. Nochmal Lukaschik. Ganz stark. Wuten. Vollmann. Oh, braucht da zu lange, Vollmann. Schauerte. Guten schiebt drauf. Nochmal Botzig nach außen gelegt. Da ist Bellinghausen. Gut dazwischen. Aber nochmal Hennings auf der rechten Seite zurückgelegt. Wir können den Ball klären.
90 Minuten sind gespielt, Nachspielzeit. Höhler, starker Ball auf Rosbach. Rosbach, wohin? Rosbach ins Zentrum. Höhler. Und dann ist das ein schlechter Ball da von Kulowitz, der sich im Zweikampf nochmal reinkämpft, trotzdem nicht gewinnt. Henning zurück, dann ist hier aber Schluss. Und Sandhausen und Düsseldorf trennen sich am Ende in einem kampfbetonten Spiel. 0:0. Eine Partie, nicht das Ergebnis geht in Ordnung. Schüsse 4:1, 2 Schüsse aufs Tor, 2:1 für uns, wir haben mehr Ballbesitz. 10 Zweikämpfe mehr, Passgenauigkeit dafür bei der Fortuna etwas besser. Also würde ich sagen, ein Remis, was dann doch in Ordnung geht. Hier Braunschweig gewinnt bei 68, Würzburg holt einen Punkt gegen Bielefeld. Für uns natürlich etwas bitter, denn mit dem Punkt bleiben es weiterhin 2 Punkte bis Platz 15. Alles gut nach 13 Spielen. Und wir gehen kurz ins Büro. Das Scouting in Bolivien. Das möchten wir nicht, das lehnen wir ab. Das Scouting Update aus Polen. Schauen wir mal, ob wir dann hier auch einen interessanten Mann finden. Schade, leider im Moment noch nicht wirklich. Der einzige, der interessant ist, ist Viktor Wozniak. Der wird mal im Bericht belassen. Mal gucken, inwieweit er sich noch entwickelt. An dieser Stelle würde ich dann sagen, beende ich den Part, sagt danke fürs Zuschauen, hat euch gefallen, auch wieder ein Tor gesehen, aber wir haben mal wieder gepunktet, ganz wichtig, es geht langsam aber sicher voran, würde ich sagen, der Sieg ist der Sieg, wird auf jeden Fall kommen. Bis dahin dann sage ich, haut rein, bleibt gesund und sehen wir uns zum 14. Spieltag und ciao!